Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Sky Factory 3. So, ich habe mir vorgenommen, heute mal einen Dislocator zu craften. Einfach weil ich einen besseren Magnet möchte und nicht mehr darauf angewiesen sein möchte. Das heißt, wir brauchen für den Dislocator Draconium Dust. Wie kommen wir daran? Wir könnten Endstone 7. Haben wir zu 7% eine Chance, kriegen wir noch Schalker-Pearl? Keine Ahnung, wo das ist, habe ich noch nie gesehen. Pearl-Block, Antwort, okay, keine Ahnung. Oder wir machen einfach so, wir nehmen das hier raus. Ich habe mal so ein paar Legendary Lootpacks geöffnet. Oh Scheiße, ich habe ganz vergessen, in der letzten Folge willst du öffnen. Machen wir jetzt einfach mal 5 Stück auf. Und am Ende der Folge dann auch nochmal 5, sorry. Eine Dia-Hose. Dia Boots, Octa Decapacitor und Magma Slime Crystal. Ein Chance Cube, joho. Chance Icosahedron, joho. Und drei Wizard Skeleton Skulls. Die ganze Dia Rüstung, die werde ich wahrscheinlich bis auf ein Set mal dann in die Second Memory schmeißen. Halt ein Set, damit ich was habe für die Draconic Armor. So. Dann werde ich gucken, einmal den Dislocator an sich und dann den Item Dislocator, sehr schön. Der Rest können wir mal da rein. Und wir haben jetzt einen super Magneten. Was heißt das jetzt für uns? Wir gehen jetzt einmal zu der neuen Plattform darüber, die ich aufgebaut habe. Und zwar habe ich hier so eine Plattform aufgebaut. Das sind 4 13x13 Felder. Warum sind das 4 13x13 Felder? Damit ich dann hier rüber gehen kann. Das einmal komplett abreißen. Damit wir das auch schön oben aufbauen können. Boah, was sind das für widerliche Legs? Woher kommen die? Auf jeden Fall. Das baue ich dann mal einfach schnell hier mit ab. Sollte wesentlich schneller gehen. So wollen wir das sehen. Dann hüpfen wir einmal hier rüber und machen Vanmine. Das Portal müsste. Das bauen wir einfach gerade schnell ab. So, genau wie das hier. Und dann. Ja komm, das bauen wir auch nochmal gerade ab. So. Perfekt. Und ich habe wieder vergessen, die Tür zu machen. Mach ich mal ganz, ganz schnell. So. Und schon kann es weitergehen. Kopfhörer sind aufgesetzt. Und nochmal eins. Sorry. Mann, dass ich das immer wieder vergesse. Das regnet mich manchmal so auf. Was mache ich jetzt hier? Nee, halt, war ja schon richtig, war richtig. Hab ich schon gesagt, dass es richtig war? Denn wir... Ich muss die Mob-Farm abbauen, das geht nicht weiter. Auf jeden Fall, wir wollen das Solar Panel Tier 2. Habe ich echt 3 Energetic Alloy gemacht? Bin ich irgendwie kernbehindert oder... Alloys only. Sollte jetzt relativ schnell gehen. So. Dann noch einmal.
Haben wir. Wir brauchen 25 von denen. Die können mal rein, genau wie das, das. So. Was war das jetzt noch? 25 Soda, 24 davon und 4 Modifier Core. Modifier Core haben wir 4. Und wir brauchen 24 von den Tier 2. Zack. Dann gehen wir doch einmal rüber. Ich freue mich schon, wenn wir fliegen können. Wollen wir theoretisch gesehen heute auch mal weiterarbeiten können. Ich würde sagen, wir bauen hier das Solar Panel auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Bauen wir da auf. Und wir sagen schon instant. So, ignore limit, true. So. Zack, zack. Das sollte dann alles gewesen sein. Ah, Mist, jetzt kommt ja nicht ganz ran. Verdammt, wie mache ich das jetzt? Mach mal anders. Ich baue das einen höher. Dann platzieren wir den nämlich mal direkt daneben. So, zweiter Versuch. Zack. Sehr schön. Multi-Block Assembly complete. Datei zum Klartext. Wir machen jetzt 3611 pro Tick. Und ich habe keine Ahnung, warum meine Stimme gerade ein bisschen flöten geht. Schauen wir uns das Ganze doch einmal an. Flux Controller. Network Statistics. Ja. Wir verbrauchen gerade 3211 nur. Entschuldigung. Und bekommen 42.200 kHz rein, hä? Okay. Nehme ich mal so an. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber okay. Auf jeden Fall bauen wir dann einmal den Void Ore Miner wieder auf. Da brauche ich hier die. Da muss ich wieder in einer Reihe und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, zack. Und weil ich das Design haben möchte. Zack, zack. Ressourcenverschwendung kann ich. Perfekt. Na, machst du die letzten auch noch? Super. So und so. Darum müsste ich auch noch ausleuchten.
receive energy. Und dann sag ich einmal so. So und so. Oh, oh. Du sollst diese Linse nehmen. Sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt auch ordentlich Ressourcen reinbekommen. Und können gucken, dass wir dann, oder ihr sagt, können dann gucken, dass ich dann mehr damit benutze und so weiter. Die auch Autoverarbeiter und so eine Scheiße. Und auf jeden Fall mal ja, hier, ne, Kobaltantit. Dass wir mal das mal ein bisschen besser machen, ein ordentliches Set einmal. Ja, den Grease. Boah, ey, das geht auch um den Sack, diese Lex. So. Auf jeden Fall dann nochmal hier. Den Void Resource Miner können wir aufbauen, aber brauchen es ja gerade nicht. 7 müsste hier sein. Block Assembly complete. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt schon mal wesentlich mehr RF, zumindest am Tag. Was wir hier beim gerade machen können. So. Dann schauen wir mal rein, was wir hier ranbekommen. Uranium, Nickel, Kupfer, Dias, ja. Das ist eine schöne Ausbeute bisher. Ich muss den Opfer abbauen. Weswegen ich jetzt einmal sage, wir gucken jetzt einmal, dass wir. Oder ich, kann ich den anderen Welt aufbauen? Müsste eigentlich. Das kann da rein, das kann da rein. Das kann vorerst auch da rein. Was haben wir denn an Inferium Essenz? Auch 106 Stacks, ja gut. Nehmen wir einmal mit. Denn ich habe Offscreen auch noch ein bisschen verarbeitet. Wenn wir mal bei Essenz schauen. Wir haben eine so Premium Essenz. Wisst ihr, was mich das gekostet hat? Richtig. Wenn wir mal bei so Premium schauen, habe ich auch schon 15. Das heißt, wir brauchen nur noch 8, nee, 17 so Premium-Essenzen und wir haben es. Aber ich würde sagen, wir machen uns nochmal einen neuen Crystal. Einmal, zwei, drei Stück sollten reichen. So. Machen dann nochmal einen Haufen Prudentium-Essenzen. Irgendeine Lampe, die ich eigentlich benutzen kann, damit die Mobfarm ein- und ausgeschaltet ist. Also ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob Cursed Earth jetzt verbrennt oder nicht. Ach komm, wisst ihr was? Ich setze da gleich ein paar Redstone-Fackeln rein, Ende. Also die Redstone-Lampen. Da ich dann in der Aufnahme einfach nur umlegen muss. Also, oder auch eher gesagt vor der Aufnahme. Und nach der Aufnahme, wenn ich dann aufgehe, kann ich dann wieder anmachen. Das ist das Beste, was ich mache. So. Rein da mit euch. Das und das. Superior Essenzen.
13 so Premium-Essenzen. Das heißt, wir können... Na, wo haben wir's? Wo haben wir's? Da. 7 weitere machen. Was brauchen wir denn noch für die Supremium Armor? Wir brauchen so einen Supremium Armor Core. Schöne Scheiße. Ja. Scheiße. Das ist Wochenende, sagst du. 4 Stück sogar. Ich meine, wir können das gerade welche machen. Was ich auf jeden Fall gerade mache, ist, dass ich mir hier das eine Set sicher. Und sage, der Rest kommt. Können wir in die Säcke packen? Die auch. Einfach damit wir Dias rausbekommen. Wir recyceln, was geht. Also noch. Wobei, das mache ich hinterher. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich werde gleich die Smeltery aufbauen, werde neues Werkzeug machen. Werde gucken, dass ich dann irgendwie noch ein paar Wizard-Skelette abfarmen gehe. Werde auf jeden Fall einen Cleaver aufbauen, einen ordentlichen, dass wir eine Waffe haben. Und mal ordentlichen Schuriken machen. Ja. So, wie sieht das denn jetzt? Halt, wir machen es erst einmal. Gucken wir mal hier rein. Also. Craft. Nein. Fliegen können wir noch nicht. Angelbot. Nein. Travel to the Nether. Haben wir gemacht. Sieht doch gut geschoben. Travel to the bottom of the Nether using a boat. Na. Use the diamond chest transporter to bring home 5 place spawners. Nein, 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 nein. Sieht schlecht aus. Da müssen wir noch machen, das ist aber gar kein Thema. Ender Pouch kann man nicht schnell machen, zwischendurch machen. Produce 1000 RF pro Tick haben wir. Collect Ore from the Void with a Void Ore Miner Structure haben wir. Ja, ansonsten war das schon, ne? Ja. Automated Wizard Killing, ja, das werden wir irgendwann machen. Warte mal. Obtain a Dimmed Parcel from an Enderman or Lootbag. Dimmed Parcels haben wir. Ja, okay, den Rest haben wir noch nicht. Mist. Ja, was kann man denn dann noch so machen? Muss ich mal gucken. Warte mal. Wo ist denn... Habe ich hier Eier? Ich muss mal gucken. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal gucken müssen, dass ich... Was könnte man machen? Ich glaube, ich weiß, was wir in der nächsten Folge machen werden. Gut. Ich werde auf jeden Fall die heutige Folge jetzt hier beenden. Das heißt, da ich jetzt vergessen hatte... Jetzt sind sogar 6 jetzt. Die werden wir auch öffnen. Und wir bekommen Diamond Boots, Medias. Superium Essence. Perfekt. Endportal, ja gut. Dann müssten wir theoretisch gesehen nicht die Scheiße machen mit dem Endcake. Oh, war doch ganz wurf. Haken wir den mal hier rein. Warte mal, mir fällt gerade was ein. Konnte man nicht mit den Teilen auch
Was war das denn? Obsidian Skull? Ach, das war der Mist. Aber man konnte doch auch, meine ich, genau. Reinforced Glass. Ja, ich weiß, was wir machen. Fusion Crafting? Okay. Ich werde auf jeden Fall jetzt anfangen, die so Sachen hier zu recyceln. Weil alles, was wir noch an Dias bekommen, soll uns recht sein. Und ich meine, das waren jetzt 2, 3 Sets und wir haben 18 Dias. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Tschüss.